Dankeschön. Keine Vorschusslorbeeren, ich bin ja noch gar nicht fertig. Erstmal vielen Dank, Markus, dass wir hier sein dürfen und die Chance haben, unser Projekt hier zu präsentieren. Was ich euch vorstellen möchte in den nächsten 20 Minuten, ist das Communication Camp. Das Communication Camp wurde ursprünglich gegründet aus dem Anreiz heraus, dass uns Veranstaltungen wie diese hier nicht mehr wirklich gereicht haben. Also wir, sage ich jetzt mal, wir Online-Kommunikatoren oder Onliner, gehen ja auf Veranstaltungen, Webmontage, Barcamps, Twitchboards und so weiter. Aber was machen wir da eigentlich? Das Einzige, was wir da machen, ist eigentlich uns austauschen, klar, Netzwerken. Aber wir reden eigentlich nur. Wir reden über neue Trends in der Kommunikation, bilden uns gegenseitig fort, aber es kommt eigentlich nichts wirklich dabei rum. Und deshalb haben wir eben das Communication Camp gegründet, weil wir uns dachten, Barcamps und irgendwo auch Blarcamps. Viel geredet, nichts passiert. Wir lassen allerdings Taten folgen beim Communication Camp. Das heißt, wir treffen uns und setzen das, über das wir sprechen, auch direkt in die Tat um. Wie das funktioniert, das möchte ich euch jetzt zeigen. Und deshalb haben wir dem Ganzen so ein bisschen den Untertitel ein Barcamp für Macher gegeben, weil bei uns eben wirklich was umgesetzt wird. Das Communication Camp ist ursprünglich als studentisches Projekt gestartet der Hochschule Darmstadt in Kooperation mit der Agentur für Online-Kommunikation Quäntchen und Glück, ebenfalls aus Darmstadt. Und das dritte Communication Camp machen wir mittlerweile, das wird im Februar in Frankfurt stattfinden. Und da haben wir auch die Stadt Frankfurt als strategischen Partner noch mit dabei, die uns da unterstützen. Genau, und jetzt kommen wir eben zum Clou an der Geschichte. Was genau machen wir da? Wir helfen einer kulturellen oder sozialen Einrichtung dabei, ihre Online-Kommunikation zu verbessern. Das heißt, egal ob es ein kleines Theater ist, ob es ein Tierheim ist, ein Museum, was auch immer, sozial oder kulturell, mit wenig Budget für eigene Online-Kommunikation, da kommen wir vorbei. Da helfen wir. Also hier sehen wir auch noch mal ein paar unserer Kriterien. Klar, unser Projektpartner muss offen sein für neue Ansätze. Die Mitarbeiter müssen das Projekt begleiten, müssen da begeistert sein. Und der Projektpartner muss richtig Bock drauf haben, wie auch da unten steht. Und genau dafür suchen wir eben 20 Teilnehmer. Das Ganze findet an einem zweitägigen Workshop statt. Und wir suchen dafür Kommunikatoren aller Art, Programmierer, Journalisten, Designer, Coder. Alles, was irgendwie mit Online-Kommunikation zu tun hat, ist herzlich eingeladen. Gerne auch Studenten, Anfänger oder Experten, spielt keine Rolle. Kein Vorwissen auch nötig. Und wir kommen alle an einem zweitägigen Workshop zusammen, brainstormen über real existierende Probleme von einem wirklichen Projektpartner und setzen dann das, was wir brainstormen, dort auch tatsächlich um. Und das Ganze wird folgendermaßen ablaufen. Am ersten Tag, das wird dann Freitag sein, der 21. Februar, kommen wir alle zusammen, lernen uns kennen. Networking ist natürlich auch bei uns in der Szene ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den greifen wir natürlich auch auf. Lernen uns kennen, lernen den Projektpartner kennen, schauen uns die Probleme an, die dort herrschen in der Kommunikation und brainstormen schon mal, bringen eigene Ideen und Wissen mit ein. Und am zweiten Tag geht es dann eben los, hands-on. Das, was wir am Freitagabend quasi diskutiert und besprochen haben, wird dann am Samstag den Tag über komplett umgesetzt. Und das Ganze gab es, wie gesagt, schon zweimal. Das erste Mal hatten wir das Hoffertheater aus Darmstadt als Projektpartner. Das ist ein kleines Theater, das sehr viel mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet hat. Und das war im Sommer 2012. Und das mal so als kleine Impression, was wir damals geschafft haben, auf die Beine zu stellen. Wir sehen links die Website vorher. Die haben wir komplett auseinandergenommen und uns überlegt, okay, was ist eigentlich das Konzept von diesem Theater und wie lässt sich das viel, viel besser vermitteln. Und daraus ist dann eben das entstanden, was wir auf der rechten Seite sehen können, die neue Webseite des Hoffertheaters, auch noch die aktuelle, die nach wie vor genutzt wird. Und da sieht man eben diese drei Farbblöcke, Rot, Grün, Orange. Das haben wir auch erarbeitet, um die Identität dieses Theaters zu stärken, weil es dort eben möglich war, selbst mitzumachen, als Kind oder Jugendlicher in der Theatergruppe. Es war eben möglich, einfach hinzugehen, sich diese Theaterstücke anzuschauen. Das war das zweite Standbein quasi. Und das dritte stand dabei, dass man die Räumlichkeiten mieten konnte für Bandproben oder was auch immer. Und diese Dreifaltigkeit ist vielleicht zu viel gesagt, haben wir eben versucht abzubilden in diesen drei verschiedenen Farben, um das eben auch einfach übersichtlicher zu gestalten. Also das war das erste Mal. Das zweite Mal hatten wir die Kulturhäppchen aus Darmstadt. Das ist eine Satire-Show, die eben am Schlosskeller stattfindet. Ich weiß nicht, kennt wahrscheinlich hier in Offenbach keiner. Das war im Frühling dieses Jahres. Und da haben wir dann gesagt, okay, wir machen keine Website mehr, weil das dauert viel, viel, viel zu lang und ist viel zu aufwendig. Also das allererste Mal hat auch an drei Tagen stattgefunden. Da haben wir uns dann ein bisschen auf kleinere Dinge festgelegt. Wir haben wieder eine Identität festgelegt, Stakeholder und Kommunikationsziele definiert.
Wir haben aber auch ein ganz tolles Intro entwickelt für deren YouTube-Videos, die jetzt immer auf dem YouTube-Channel laufen und dort zu sehen sind, dann die Facebook-Seite erneuert und eben auch ein Konzept und ein Design für eine neue Webseite schon entwickelt, das umsetzbar wäre, falls Sie das möchten. Gemacht haben wir es aber nicht, weil das war, wie gesagt, einfach doch zu viel Aufwand. Und wer das Ganze nochmal genauer nachlesen möchte, wir haben Storyfy dazu angelegt, da kann man das dann nochmal nachschauen. Genau, und wir suchen, wie gesagt, Teilnehmer, die Interesse hätten, daran mitzumachen und ein bisschen was Gutes zu tun. Und warum ihr ausgerechnet dabei sein solltet, haben wir euch in 5 Gründen hier mal aufgelistet. Punkt 1 ist natürlich voneinander lernen. Klar, es ist eine Veranstaltung auch zum Networken, wo man sich gegenseitig austauscht, verschiedene Branchen, verschiedenes Wissen auch ein bisschen miteinander kombinieren kann. Gut, ähnlicher Punkt. Gutes tun ist natürlich vorrangig. Das Ganze steht auch so ein bisschen unter dem Zeichen kommunizieren für den guten Zweck. Das ist das, was wir bei Communication Camp machen wollen. Also wir wollen wirklich eine Einrichtung helfen, die es aus eigener Kraft eventuell nicht schafft, eine gute Online-Kommunikation auf die Beine zu stellen. Insbesondere NGOs können davon profitieren, von einer tollen Online-Kommunikation, sei es nur, um Unterstützer zu gewinnen, sei es einfach, um auf ihre gute Sache aufmerksam zu machen. Punkt 4 ist Spaß haben. So sieht das aus, wenn wir als Spaß haben, wie man auf dem Foto sehen kann. Also wer sich da angesprochen fühlt und genauso aussieht, wenn er Spaß hat, der kann gerne vorbeischauen, der ist dann genau richtig. Und da wollten wir dann auch einfach mal die Tweets von den letzten Malen für sich sprechen lassen. Also alle Teilnehmer haben es bisher nicht bemerkt, sagen wir es mal so. Also wir hatten immer sehr, sehr viel Spaß. Und deshalb würden wir euch da ganz gerne einladen, auch daran teilzunehmen. Nochmal kurz auf einen Blick. Was ist es, das Communication Camp? Kommunizieren für den guten Zweck. Wir helfen einer sozialen und kulturellen Einrichtung, kommen zusammen an 2 Tagen, brainstormen, schauen uns die konkreten Probleme an, entwickeln konkrete Lösungen, setzen Dinge direkt um. Am 21. und 22. Februar, Anfang nächsten Jahres, und das ist richtig, richtig cool, die ersten beiden Male haben wir ein bisschen Probleme gehabt, was unsere Location anging. Aber diesmal sind wir im DB Sistel Silver Tower, super klasse Location, im 31. Stock, ist ausgezeichnet da. Es ist wirklich zu Recht dort, mit einem super Blick über Frankfurt. Ganz tolle Location, auch für Essen ist gesorgt. Danke nochmal an die Deutsche Bahn dafür. Kommt ja auch nicht so oft vor, dass man denen dankt. Und wenn ihr mehr Informationen wollt, communication-camp.org. Ihr könnt auch gerne mailen, team@communication-camp.org. Die Mail geht an mich. Von daher alles kein Problem. Und natürlich haben wir auch einen Twitter, @communication-camp.fm, beziehungsweise #CCFFM. Genau, ich bin der Ansprechpartner für die Geschichte und wenn ihr noch Fragen habt, ich habe nämlich noch einen Haufen Zeit auf dem Uhr, ich dachte, ich muss mich unglaublich beeilen, aber wenn ihr Fragen habt, dann seid ihr jetzt herzlich dazu eingeladen, mal Fragen zu stellen und ich werde euch gerne beantworten. Falls nicht, können wir gerne mit dem nächsten Vortrag weitermachen. Danke erstmal. Ja, geredet wie ein D-Zug, nicht? Ja, also DB, System, ich fasse schon. Ich habe eine Frage. Wie seid ihr in diesen Tower gekommen? Der Jürgen möchte wissen, wie ihr in den System Tower gekommen seid und wie wir da alle auch reinkommen. Das ist wirklich eine gute Frage. Das ist wirklich eine gute Frage, die ich gar nicht so genau beantworten kann. Ich denke, bei dem Prozess war ich nicht involviert, ich denke, das kam durch die Stadt Frankfurt zustande. Da die eben strategischer Partner sind, wir da mit dem Presse- und Informationsamt zusammenarbeiten, denke ich, dass die da den Kontakt hergestellt haben. Ansonsten weiß ich nicht, VZR ist auch noch da aus unserem Projekt. Weißt du, wie wir da rangekommen sind? Auch nicht? Es ist ein Wunder, aber Wunder soll man nicht hinterfragen. Nee, kann ich da doch nicht dran sagen, sorry. Gibt es weitere Fragen, die ich unter Umständen beantworten kann? Okay, gibt es jemanden? Ja. Warum nur 20? Tatsächlich nur 20, weil wir eben, wie schon erwähnt, ein studentisches Projekt nach wie vor sind. Das heißt, wir haben alleine noch 10 Leute von der Hochschule Darmstadt dabei. Wir haben auch einige Leute von Quentin und Glück dabei, von der Agentur, die das ganze Projekt von Anfang an mit begleiten. Das sind wahrscheinlich auch nochmal 6-7 Leute. Dementsprechend kommen wir schon fast auf 40 insgesamt, wenn wir 20 Teilnehmer zulassen. Und irgendwie muss die Gruppe auch überschaubar bleiben und mit mehr als 40 Leuten dann tatsächlich effektiv zu arbeiten, haben wir uns gedacht, das ist einfach schwierig möglich. Und irgendwo mussten wir dann Schlussstrich ziehen und deshalb sind es nur 20. Dankeschön.